Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem Outtake Special zu Undertale in eine Weihnachtsgeschichte. Ja, es gibt zu dieser unfassbar anstrengenden Geschichte Outtakes von meinen ganzen Sprechern, bei denen ich mich definitiv dafür bedanken muss, dass sie das mitgemacht haben, auch kurzfristig 2 Tage bevor der letzte Part online gekommen ist. Ich danke nochmal an Hebelios und The Dark Hour, sowie an den guten D-Spyro, die Yumista und Angel Player, dass sie das noch so kurzfristig hingekriegt haben. Aber generell auch mal ein Danke, wie gesagt, für D-Spyro, der mein Gäster gesprochen hat, Yumista, die die Elfes gesprochen hat, Angel Player, der den S-Score gesprochen hat, Lias, die Muffet gesprochen hat, falls man sich noch dran erinnert im ersten Teil, sowie hat sie auch das kleine Mädchen in Kapitel 2 gesprochen, Hebelios, der den Papyrus gesprochen hat, The Dark Hour, der Sans gesprochen hat, Caro, die Aria gesprochen hat, Viridian, sag mir, das ist richtig ausgesprochen, der Metaton gesprochen hat, Vivi, die Toriel gesprochen hat, Sunray, der den Vater von Gester gesprochen hat, und ich glaube, das war Kashi, also nicht Kashi, aber Kakashi. Sinn. Doc, ich habe den Namen jetzt gerade tatsächlich nicht im Kopf, was mir sehr doll leid tut. Der den Freund von Gaster damals gesprochen hat. Ich danke euch definitiv, dass ihr alle mitgesprochen habt. Und da es so viele Sprecher waren, da konnten doch nur Outtakes kommen. Und diese präsentiere ich euch natürlich hier jetzt. Also wünsche ich euch viel Spaß beim Einhören und Lachen. Bye bye. Elvis, was gibt es? Warum klickst du denn so hoch? Keine Ahnung, vielleicht habe ich mir die Eier geschnitten. Besser? Ich sehe Snickers. Du bist unkonzentriert, wenn du hungrig bist. Besser? Besser. So schön. Fick dich. Fick dich und als Maul, Onkel Ficker. Nervös sieht sie zu dem einen Tisch. Lesen lernen, Mädchen. Dankeschön. Nervös sieht sie zu dem einen Tisch. Kann ich eigentlich lesen? Nein, ist die Antwort. Klein Draghi ist so blöd zu lesen. Yes! Gut, hätten wir das. Ah! Nervös sieht sie zu den an. Take Nummer 3! Nervös. Yep, 4. Ich müsste so einen Counter einfügen. Nervös sieht sie zu. Bäh! Ich fange eine neue Aufnahme an. Fuck my life. Nervös sieht sie zu dem am... Fuck my life, es geht schon wieder los! Aha! Neue Aufnahme und es funktioniert nichts! Yes, ich liebe es! Ha! So. Ich glaube, ich muss für die meisten gerade richtig verstörend rüberkommen. Sehr gut! Nervös sieht sie zu dem am... Das war jetzt irgendwie falsche Tonlage. Well, fuck the shit about! Nervös sieht sie zu dem am... Das ist ein Satz, das kann nicht so schwer sein. Verdammte Scheiße, noch eins. Nervös sieht sie zu dem am Tisch sitzenden Skelett, der nachdem er angesprochen wurde, zu ihr sieht. Ich hab ihn angekriegt! Ja! So, jetzt kann's weitergehen. Jetzt bin ich glücklich. Über seinem Kopf sind zwei... Jetzt verkacke ich beim zweiten Satz. Das sind 9 Seiten. Ich hab noch vor mir. Über seinem... Über seinem Kopf. Das ist gerade die falsche Tonlage. Why fuck this shit I'm out? Hey! Fuck this shit I'm out. Mm-mm. Fuck this shit I'm out. No thanks. Don't mind me. I'ma just grab my stuff and leave. Excuse me, please. Fuck this shit I'm out. Nope. Fuck this shit I'm out. Alright then. I don't know what the fuck just happened, but I don't really care. I'ma get the fuck up out of here. Fuck this shit, I'm out.
Ich bin nicht... Ach, scheiße, scheiße. Das Gehen war super, verdammt! Das Gehen war nämlich übrigens auch echt! Ja, aber du wolltest doch, dass es nervig klingt. Aber Luna, du wolltest doch, dass es nervig klingt. Jetzt sei doch nicht so. Undertale in eine Weihnachtsgeschichte. Kapitel 2. Der Geist der Ich verkack bei der Überschrift. Das ist ja peinlich. Ich kann meinen eigenen Kapitelnamen nicht behalten. Oh, nö. Oh Gott, das ist... Nee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin echt zu blöd für sowas. Nochmal. Undertale in eine Weihnachtsgeschichte. Kapitel 2. Ich kann Kapitel nicht aussprechen, oder was ist hier kaputt? Undertale. Nochmal. Undertale in eine Weihnachtsgeschichte. Kapitel 2. Der Geist der Vergangenheit. Ah, ich krieg's nicht hin, den Kapitelnamen auszusprechen. Was ist denn heute los? Das ist mein dritter Versuch. Beim scheiß Titel. Oh, Baby. Mann, oh Gott, das mach ich auch. Das kann nicht angehen. Ey, ich fühle mich so unfassbar dämlich. Ja, wahrscheinlich bin ich auch dämlich, aber gut. Gut gelaunt hüpft der erste Geist der Weihnacht zu Gäste aufs Bett und versucht ihn aufzuwecken. Im Schlaf grummeln Ich habe eigentlich schon von Anfang an diesen Satz verkackt, zumindest habe ich das Gefühl. Und lese trotzdem weiter. Bin ich eigentlich irgendwie komplett inkompetent? Erst kriege ich das mit dem Titel nicht hin und jetzt kriege ich das generelle Lesen nicht hin. Es wird noch ein langer, langer, langer Vormittag. Ich merk's schon. Seufzend richtet sich Gäste auf und sieht auf das Geist, auf das geisterhafte Erscheinung. Ja, genau. Sieht auf das geisterhafte, oh Gott. Mann, was ist denn das heute für ein Freitag? Sichtlich genervt sieht der Forscher zu dem Geist. Fail, falscher Satz. Ich bin so gut. Ich sollte aufhören, am Freitag den 13. aufzunehmen. Das ist nicht so die geilste Idee, die man haben kann. Natürlich deine... Meine Güte. Natürlich deine liebe Kollegin... Genau. Wir gehen zu Asgore Dreamer, dem König des Untergrundes. Das war etwas zu Asgore Dreamer, dem König des Untergrundes. Nein, das passt überhaupt nicht. Reißt er sich selbst an. Genau in dem Moment weiß der Wissenschaftler, dass ihm der vorherige beißt. Ihr hat der vorherige Geist gebissen. Finde ich gut. Monsterkind, ich wusste gar nicht, dass du so bissig bist. Doch ehe sich's der Roboter versieht, befreit sich der Wissenschaftler. Schaschlik. Gestern ist ein Schaschlik geworden. Und nö. Oh Gott, das kann doch nicht noch mehr Outtakes werden. Ach Gott. So, jetzt nochmal. Kapitel 4, der Geist der Zukunft. Gaster. Ich hasse euch alle. Ihr seid alle scheiße. Das ist alles zum Kotzen, ey. Also würde ich vorschlagen... Das gibt's doch nicht, Alter. Sag mal. Ne, das ist nicht das Problem. Meine Stimme will nicht weiter. Ich weiß auch nicht. Das ist wie so eine Platte. Spielt immer wieder das Gleiche ab. Also würde ich vorschlagen, also würde ich vorschlagen, also würde ich vorschlagen. Hörst du jetzt auf zu lachen, Mann? Verdammt nochmal. Ich kann so nicht arbeiten.
Mann, Alter, also nicht vorschlagen, dass wir das hinter uns bringen, verdammt nochmal! Folgst dich planst gerade schon die Outtakes, ich glaube. Keks, ich klaue dir alle deine Cosplays! Ah! Ah, oh, du hast aber ein schönes Skelett, so gut gepflegt. Och, geh doch einfach krepieren, du blöde Schnalle. Wie hast du mich gerade genannt? Das ist sehr verletzend. Ja, sollte es auch sein. Nein, also ändere dich und das läuft genau auf diese Situation hinaus. Penner. Ändere dich oder stirb. Ich werde weder das eine noch das andere tun. Ich werde mich nicht ändern, ich werde auch nicht sterben. So, ich werde krepieren, weil ich mich nicht ändern werde. Das kann ich auch gar nicht, will ich auch gar nicht. Also, tschüss, ihr Penner. Gott, man fühlt sich voll dumm, die Sätze immer doppelt zu sagen. Egal, du bekommst auch alle Outtakes mit. Was du dagegen tun kannst? Das kann ich dir nicht sagen. Du Weihnachtsmuffel, da musst du schon von selbst drauf kommen. Dieser Weihnachtsmuffel könnte ich sein. Also Darling, jetzt hör doch aber auf. Okay, warte ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz den anderen Text mitsprechen, weil dann glaube ich, komme ich besser rein. Dr. Gester, Sie sind... Tut mir leid, das konnte ich mir nicht nehmen lassen. Sie sind also doch gekommen. Also Schätzchen, wir sollten es nicht gleich übertreiben, meinst du nicht? Verdammte Scheiße, was haben die alle davon, mich in den Arm zu nehmen, solche Penner? Ich hasse das. Ein gesundes neues Jahr und ein gesundes neues angepisst sein. Jawohl. Und wieder ein Jahr geschafft. Und ich bin immer noch der gleich hassende, alles hassende Typ von früher. 2018 ändert sich nur die Zahl. Und Gester ist auch raus. Ich bin damit entschuldigt. Ich werde nie wieder, ich sage es nochmal, nie wieder einen freundlichen Charakter gebeamen. Das ist sowas von nicht mein Ding. Wer hat sich das überhaupt ausgedacht? So ein Scheiß. Die Autorin ist sowas von raus. Nie wieder werde ich für diese Autorin was einsprechen. Handplates? Überredet. Zum Schluss, ich verkacke heute irgendwie bei jedem Satz. Das ist. Zum Schluss, was ist das wer an einem Wort mit Nuss? Fuck mal, ey. Schluss. So schön ist das nicht. Oh, verdammte Scheiße. Gott. Alles und jeden. So, jetzt bin ich mal Weihnachtsmuffel. Papyrus sieht seinen Vater nur mit schiefgelebten. Ja, ich bin gerade. Das ist unfassbar geistreich gerade. Als wäre ich überhaupt jemals geistreich.